Dann würde ich überleiten zu unserem letzten Impulsvortrag. Und zwar haben wir hier wirklich die Kombination von Forschung und Bibliothek. Und zwar haben wir hier Herrn Dr. Konrad Förstner, der sowohl an der TH in dem Bereich Informationswissenschaften lehrt, als auch an der ZB Med den Bereich für Informationsdienste leistet, der selber Biochemiker und Informatiker ist, zusammen mit Marvin Lanschek, der für ZBIW als Bibliothekar tätig ist und dort die Weiterbildungsprogramme betreut. Und Sie werden uns jetzt zusammen berichten, wie eben die ganzen Anforderungen, die wir diskutiert haben, begegnet werden kann, zum Beispiel im Data Librarian. Vielen Dank, Miriam. Ich würde das jetzt erstmal gleich dem Marvin Lanschek übergeben, aber erst einmal Hallo meinerseits. Schön, dass das hier alles so wunderbar stattfindet und mit Ausnahme von sehr kleinen technischen Problemen doch sehr glatt läuft. Wir haben das Ganze zweigeteilt, das heißt, als erstes wird Marvin hier etwas zur Grundlage für diesen Zertifikatskurs geben und dann werde ich ein bisschen Details zu dem Data Librarian geben. Marvin, dann würde ich jetzt sagen, übernimmst du bitte. Alles klar. Ja, auch nochmal von mir einen schönen Tag und vielen Dank, Frau Albers, für die freundliche Einführung. So, bitte weiter. Zur Ausgangslage. Nun hat sich ja bereits gezeigt aus den vergangenen Vorträgen, dass gerade im Bereich der Bibliotheken wir mit einem Paradigmenwechsel zu tun haben. Es kommen immer weitere Handlungsfelder der wissenschaftlichen Bibliotheken zutage, wie Big Data, Open Science, Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement. Und bis vor kurzem haben diese ganzen Felder auch in den bibliothekarischen, schulischen Ausbildungsgängen und Studiengängen keine oder nur wenig Bedeutung gehabt. Das ändert sich nun mittlerweile. An vielen Hochschulen werden entsprechende besondere Studiengänge eingerichtet für Data Science und Data Librarians. Und auch an unserer TH Köln gibt es mittlerweile erste Angebote in der Richtung. Und wir haben allerdings uns gedacht, es benötigt ja nicht nur die Ausbildung zukünftiger Data Librarians, sondern auch die Beschäftigten, die aktuell in Bibliotheken tätig sind, benötigen ein Grundverständnis für Datenverarbeitung, für den Forschungsprozess, für die Themen Open Science, Open Educational Resources, Open Access und so weiter. Und daher haben wir diesen Zertifikatskurs Data Librarian entwickelt, der im Grunde genommen ein Grundverständnis für die verschiedenen Aspekte dieser ganzen Bereiche bieten soll. Einmal bitte weiter. Der Kurs richtet sich an Beschäftigte aus wissenschaftlichen Bibliotheken, wie ich gerade eben schon gesagt habe, die bisher nicht in diesen Feldern ausgebildet wurden, aber die in diesen Feldern gerne tätig sein möchten oder weiterhin sich eben dafür interessieren oder da in Zukunft arbeiten möchten. Wir haben versucht, das Ganze möglichst niedrigschwellig zu halten und haben daher gesagt, für die Voraussetzung, dass wir Personen annehmen, die eine einschlägige Berufsausbildung oder Hochschulabschluss haben und bereits ein Jahr beruflich tätig gewesen sind. Ansonsten war es uns ein besonderes Anliegen, das Ganze tatsächlich möglichst niedrigschwellig zu machen. Da wird auch Konrad Förstner gleich noch etwas zu sagen. Und daher gibt es keine besonderen Vorkenntnisse. Um trotzdem sozusagen einen Überblick zu bekommen, dass wir die richtigen Personen in unserem Zertifikatskurs haben, haben wir sie gebeten, ein Motivationsschreiben uns zu schicken, um sozusagen noch ein bisschen Unterstützung bei der Auswahl zu haben. Bitte weiter. Genau. Das Angebot ist ein mehrmoduliger Zertifikatskurs, insgesamt 6 Module. Angeboten im Blended Learning Format. Das hat sich im Rahmen der Covid-19-Pandemie tatsächlich als sehr gutes Instrument herausgestellt, denn wir hatten zusätzlich zu Präsenztagen, die mit eingeplant waren, großzügige E-Learning-Phasen schon von vornherein mit berücksichtigt. Herr Lanschek, kurze Unterbrechung. Ihr Mikro hat, glaube ich, einen Wackelkontakt oder so. Ja. Vielleicht können Sie dann noch. Ich höre es leider nicht, deswegen. Ach, ist leider immer noch. Jetzt nochmal? Jetzt?
Ja, ich glaube, es ist immer noch da. Am Anfang war es nicht da. Ich kann es von hier aus leider schlecht sagen, weil ich höre mich ja selber nicht. Ja. Ja, wenn ich muss so weitergehen. Man versteht sie noch. Okay. Falls es irgendwelche Verständnisprobleme geben sollte, können wir die ja gleich in den Fragen klären. Genau. Ein Learning-Angebot mit großzügigen E-Learning-Phasen, Präsenztagen, die allerdings jetzt aufgrund der Pandemie tatsächlich sogar online remote stattfinden. Wir haben gesagt, es darf nur eine gewisse Menge an Teilnehmenden natürlich sein. Wir hatten dann uns auf 14 Teilnehmende geeinigt. Allerdings tatsächlich einen sehr starken Andrang bei den Anmeldungen. Insgesamt gab es 40 Anmeldungen zu diesem Zertifikatskurs, sodass wir uns kurzfristig entschlossen haben, 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer anzunehmen. Abschließend soll dieser Zertifikatskurs natürlich, wie der Name schon sagt, mit einem Zertifikat mit 7 ECTS oder alternativ zu einer Teilnehmerbescheinigung. Und aktuell sind wir im ersten Durchgang. Ja. Ich habe leider die Vermutung, dass es immer schlimmer wird. Ein Tipp aus dem Chat ist, dass vielleicht Ihr Smartphone zu nah am Mikro ist. Das ist es nicht, aber... Oder vielleicht können Sie sich mit dem Telefon in das Meeting einschalten und darüber den Ton nutzen. So funktioniert das jetzt vielleicht etwas angenehmer. Ansonsten, wir sind jetzt auch gleich durch mit dem Teil, und dann würde ich gleich übernehmen. Okay, dann halten wir es noch aus. Genau, also vielleicht nochmal kurze Wiederholung des letzten Satzes. Das heißt, wir sind momentan im letzten Durchgang, im ersten Durchgang und sozusagen am Ende dessen. Das heißt, im Juni wird das Ganze abgeschlossen sein. Zum Format, das haben wir schon ein bisschen angedeutet. Wir haben uns auf ein Blended Learning Verfahren geeinigt. Das heißt, wir haben Präsenzveranstaltungen. Besonders am Anfang haben wir mit einer großen Präsenzveranstaltung angefangen, 3 Tage hands-on, und haben dann für das Ende auch eine Präsenzveranstaltung angedacht. Die Module dazwischen, also das erste galt jetzt für Modul 1 und das letzte Modul. Die anderen Module folgen diesem Flipped Classroom-Prinzip, das heißt, Materialien werden am Anfang, also Materialien, Videos und derartige Sachen werden am Anfang bereitgestellt, um dann einen Austausch während der Präsenzveranstaltung durchführen zu können, um dann wirklich Austausch und Diskussionen zu diesen Themen haben. Und man versucht natürlich auch irgendwie dabei Peergroups zu bilden, das heißt zum Beispiel zusammen auf GitHub oder ähnlichen Plattformen zu arbeiten. Als Lernumgebung nutzen wir da das weit bekannte Moodle. Das heißt, da werden alle Materialien abgelegt, aber gleichzeitig auch Kommunikation durchgeführt. Das heißt, da kann man sich austauschen, da können Fragen gestellt werden, da können Probleme geäußert werden. Für uns war es natürlich wichtig, dass alle Teilnehmerinnen auch entsprechend einen Laptop mitgebracht haben, der vorinstalliert ist. Wir haben da ein gewisses Set an Software, und auch das Einrichten von solcher Software ist natürlich Teil für so einen Kurs sich zu bewähren und daran auch wahrscheinlich zu lernen. Die Module haben wir ganz kurz mal umrissen. Es sind 6 verschiedene Module, die ich hier einmal ganz kurz vorstelle. Das erste Modul, Hacken und Experimentieren mit Daten. Und Sie sehen schon, das sind alles so ein bisschen reißerische Themen, aber das ist genau das, worum es geht. Das ist nicht so, sagen wir mal, konservativ und steif, sondern dass wir da relativ frisch und auch experimentieren dran gehen. Und das war vielleicht auch schon so ein bisschen die Andeutung, was man eigentlich braucht in Bibliotheken. Unserer Meinung nach sind Leute, die experimentieren, die auch mal Fehler machen, wo auch ganz klar ist, man läuft mal in eine Sackgasse, und das soll auch durch diese Titel entsprechend belegt werden. Also das Hacken und Experimentieren mit Daten ist die Grundlage, die innerhalb von 3 Tagen vermittelt wird. Wir bauen da auf den Carpentry-Content, das heißt, das ist eine Inhalte einer Organisation, die durch offene Bildungsressourcen und entsprechendes Training dafür sorgt, dass Leute eine gewisse Datenkompetenz entwickeln, und darauf bauen wir sehr stark auf und haben das für dieses Modul sogar noch etwas erweitert und damit Leuten letztendlich die Dateninformationskompetenz mitgegeben. Das ist sehr, sehr niederschwellig. Wir versuchen, Leute sehr früh abzuholen. Das heißt, dass wir hier auch auf die Bedürfnisse eingehen, die Leute mitbringen, und hier sehr, sehr von sehr, sehr wenigen Grundkenntnissen ausgehen. Im zweiten Modul geht es darum, Daten zu strukturieren, beschreiben und wieder aufzufinden. Das heißt, wir haben Behandlung von Datenbanksystemen und Metadaten, aber auch automatische Erschließung und natürlich Suchmaschinentechnologien, Retrieval und weitere Services. Das heißt, hier auch ein klassisches Thema, aber relativ modern und frisch aufgemacht.
Als nächstes im Modul 3 ging es dann tatsächlich um Daten zu analysieren und darzustellen. Das heißt, da bauen wir sehr stark auf Modul 1 und machen dann Statistik, aber auch Datenvisualisierung und haben auch Grundlagen im maschinellen Lernen als Beispiel für künstliche Intelligenz. Das heißt, hier ein Feld, das auch sehr weit mittlerweile in die Bibliotheken reinragt, wird entsprechend ein wenig entzaubert oder angeschaut, um das entsprechend zu verstehen und vielleicht sogar selber Anwendungen zu generieren. Im Modul 4 geht es dann um Forschungsdatenprozess oder um den Forschungsdatenprozess, diesen zu verstehen und zu unterstützen. Das heißt, der Forschungskreislauf wird angeschaut, aber auch die gängigen Methoden zum Publizieren und Bibliometrie. Modul 5 geht es dann um Nachhaltigkeit und Verantwortung im Umgang mit Daten. Das heißt, da werden Lizenzen angeschaut, aber auch der Kontext Open Source und Open Data entsprechend angeschaut. Gleichsam werden ethische Aspekte betrachtet und zu guter Letzt, auch das ist ja heute auch schon gefallen, das schwierige Thema der Langzeitarchivierung, die in der heutigen Zeit natürlich noch sehr viel wichtiger ist und wo auch viele Lösungen noch gar nicht existieren und wo man tatsächlich auch etwas experimentieren muss. Das Ganze wird abgeschlossen durch ein Projektmodul, wo die entsprechenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ausgewählten Projekten arbeiten können und somit nochmal Tiefe gewinnen und vielleicht auch an einem echten Problem arbeiten, was ihnen selber drückt oder wo sie selber Motivation haben, das anzugehen. Und da können sie sich dann entsprechend eins dieser Themen raussuchen und das dann in Tiefe auf diese Problematik anwenden. Gut, damit wären wir auch schon am Ende. Wir danken erstmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns über Fragen und Feedback. Ich hoffe, Marvin, dass dein Mikrofon jetzt wieder funktioniert. Wir probieren das jetzt einfach mal so aus und ich beende mal die Präsentation. Ja, die Frage aus dem Chat war so ein bisschen, oder die Statements, wie auch immer das, wie das Verhältnis von Grundlagen zu Anwendung ist. Also dass zum einen die Meinung besteht, wozu zu viel Anwendung machen, wenn die doch sofort wieder veraltet, besser grundlegende Methoden. Andererseits muss natürlich auch der Transfer in die Praxis möglich sein. Also wie ist da euer Verhältnis und macht ihr das? Ja, das ist ein super Punkt, denn eigentlich, was wir den Leuten natürlich auch mitgeben wollen, ist dieses lebenslange Lernen. Wir müssen gewisse Techniken mitgeben, gleichzeitig allerdings auch gewisse Konzepte vermitteln. Das heißt, diese Konzepte haben sich ja längeren Bestand als die Tools und Werkzeuge, die wir denen mitgeben. Und für mich ist das Wichtigste, dass die Leute eigentlich ein bisschen Angst davor verlieren, dass sie auch verlieren oder ihre Hemmungen wegnehmen. Wir haben das vorher schon gehört. Also Bibliothekare haben dann noch nicht immer diesen Spirit auch mal loszulegen, mal was nicht perfekt anzugehen, sondern stattdessen zu spielen. Und das wollen wir eigentlich vermitteln und natürlich jedem auch klar machen, dass das nur der erste Schritt ist und dass man weiterlernen muss und dass das ein kontinuierlicher Prozess ist, den wir damit initialisieren. Aber wichtig ist die Initiative des eigenen, der eigenen, das in die Hand zu nehmen. Und das wollen wir hier eigentlich auch an Mann und Frau bringen. Also das heißt, da werden sicher sich Sachen sehr schnell überleben oder werden veraltet werden, aber die grundlegenden Konzepte und die Motivation nicht. Ja, gerade da finde ich das Modul 1 auch so wichtig. Das basiert auf Library Carpentry und da ist natürlich sozusagen dieser Punkt erreicht, wo man wirklich den Leuten erstmal diese Hemmungen vor den Programmierungen und vor diesen ganzen Dingen einmal nehmen sollte. Und ich habe es auch selber einen Library Carpentry Workshop vorher einmal mitgemacht und kann da sagen, gerade diese Grundlagen sind wichtig und auch gerade diese Möglichkeit, da einmal die Hemmschwellen abzubauen. Also ich weiß, es gab mal irgendwie den Spruch, dass eigentlich jeder wissenschaftliche Bibliothekar einmal eine wissenschaftliche Arbeit absolviert haben sollte, um zu verstehen, was der macht. Also ist hier quasi auch die Idee, jeder sollte mal als Data Analyst oder als in die Rolle des Informatikers schlüpfen, um wirklich zu verstehen, was das Problem ist. Ja, es ist klar, dass wenn man jetzt mit neuen Aufgaben wie zum Beispiel der Verwaltung von wissenschaftlicher Software beauftragt wird, was immer mehr an Relevanz besitzt, dass es da notwendig ist, auch mal ein paar Zeilen Code geschrieben zu haben, idealerweise auch ein bisschen mehr, damit man einfach die Probleme und die damit verknüpften Aufgaben auch verstehen kann. Und genau deshalb werden die Leute leicht durch diese Aktivitäten entsprechend durchgeleitet und mit auch kleinen Aufgaben versehen, damit sie einfach sehen, wie das tatsächlich hands-on auch laufen kann, um damit vielleicht auch mal in die üblichen Probleme eines Forschenden hineinzulaufen. Das gleiche, also Software ist ein Beispiel, natürlich auch bei normalen Daten ist das, also bei Forschungsdaten das ähnliche Problem.
Genau, dann gibt es noch eine kurze formale Frage, und zwar, wie hoch der Zeitaufwand ist, also für die Kursteilnehmer. Marvin, willst du übernehmen? Ja, insgesamt sind das ja 210 Stunden, wenn ich recht entsinne. 30 Stunden pro Modul, und daran enthalten sind ja auch die entsprechenden Präsenztage. Das Modul 1 ist dann drei Präsenztage, bei den anderen Modulen der entsprechende Zeitaufwand fürs E-Learning und ein Präsenztag jeweils. Und hier noch eine kurze Frage, inwieweit das die Inhalte auch Teil des regulären Studiums sind? Ja, da gibt es natürlich Überlappungen, weil also ich persönlich jetzt auch im Malis natürlich eingebunden bin und auch im Data Information Sciences. Das heißt, das ist jetzt keine exakte Auskopplung, aber es gibt ganz klare Überschneidungen. Gerade diese Konzepte aus dem Library Carpentry, das sind für mich sehr, sehr fruchtbare und sehr, sehr gut durchdachte Methodiken, die ich persönlich auch in der Lehre, also außerhalb des Zertifikatskurses, auch an der TH anwende. Von daher ist da eine ganz klare Überlappung, aber dass das jetzt 1:1 gemappt ist, würde ich jetzt nicht sagen. Also dass das jetzt nicht so, dass man damit jetzt den Malis zum Beispiel ersetzen würde, aber es gibt Überschneidungen. So, jetzt nochmal vielen Dank für den Vortrag und für die Antworten. Das war nochmal sehr spannend. Das sieht man noch an den Kommentaren.